Wer die Marke Fortis hört, kann sich viele Dinge darunter vorstellen. Vielleicht ist es die erste Automatikuhr, die Fortis 1926 auf den Markt gebracht hat. Oder vielleicht ist es die Weltraumuhr Spacematic Automatik, die 1962 entwickelt und so konstruiert wurde, dass sie unter extremen Bedingungen und Temperaturschwankungen problemlos funktionierte und letztlich auch als Official Cosmonauts Chronograph erstmals von russischen Kosmonauten im Weltraum getragen wurde. Die Marke hat eine lange Geschichte und viele coole Stories zu erzählen. Doch seit 2018 wird bei Fortis eine ganz neue Geschichte geschrieben. 2018 war das Jahr, in dem der charismatische Macher Jupp Philipp die Firma gekauft und ihr einen neuen Geist eingehaucht hat. Er hat eine etablierte Marke vorgefunden, mit einer reichen Geschichte, mit Fans, guten und eigenständigen Produkten, aber auch mit viel Potenzial. Fortis war im frühen 21. Jahrhundert nur noch eine unter vielen Schweizer Uhrenmarken geworden, mit einem aufgeblähten Produktangebot. Er sagt selber, man wollte jeden Geschmack befriedigen. Deshalb habe es keine Designs gegeben, die bei Fortis nicht zu haben waren. Ihm war also klar, dass er jetzt reduzieren und sich wirklich fokussieren musste. Am Anfang stand natürlich dann die Frage, für wen bauen wir eigentlich Uhren? Und er antwortete darauf, für den aktiven Menschen, der um die Welt reist. Das ist der Kunde, den Fortis im Kopf hat, wenn Uhren designt werden. Das Resultat war eine stringente Produktstrategie. In 2020 hat Fortis seine Fliegeruhr vorgestellt. Die erste Manifestierung quasi der neuen Fortis. Drei Konfigurationen, ein Dreizeiger in 39 oder 41 mm, ein B-Compax in 43 mm, also ein Chronograph, und eine praktische GMT-Variante in 43 mm. Robust sind sie alle, gut lesbar, aber sie betonen keine Pilotenuhr. This is not a pilot watch. Der Flieger ist für Menschen mit einer klaren Haltung, für jene mutig genug, hin und wieder einen Trend zu überspringen, für jene auf der Suche nach einem zuverlässigen Begleiter, ein Werkzeug, auf das man sich jahrzehntelang verlassen kann, unabhängig von Mode und Status. Das ist Toolwatch Redefined. So steht's auf der Website bei Fortis. Ein witziger Spruch auf der komplett neu designten Website lautet tatsächlich, ohne Flieger wäre der Himmel einfach nur Luft. Da muss ich tatsächlich kurz drüber nachdenken, fand's aber danach richtig gut. Fortis hat seine Stimme gefunden, fast sogar eine eigene Sprache entwickelt. Das schätzen die, die sich eines der neuen Modelle des Hauses um den Arm schnallen. Wenn Jupp zum Wettbewerb gefragt wird, dann sagt er, viele Uhrenmanufakturen übertreffen sich gegenseitig mit komplizierten Uhren. Ich will es im Gegenteil, so einfach wie es geht. Und so perfekt wie möglich, robust und präzise. Für die Werke, die Uhrwerke, greift Fortis oftmals auf Sellita, aber auch zunehmend auf Kinesi zurück. Die Assemblage geschieht dann in Grenchen, an der John Harwood Straße 13. Hier sind auch die Konstruktion, das Design, die Kommunikation, die Qualitätskontrolle, die Serviceabteilung und die Logistik angesiedelt. Der Name der Straße kommt vom britischen Uhrmacher John Harwood. Der war übrigens der, der in den 1920er Jahren den Automatikaufzug erfunden und damit den ersten großen Meilenstein für Fortis eingeleitet hatte. Nachdem die Neugeburt der Marke mit Hilfe der Fliegerserie also gelungen war und man merkte, dass bei Fortis ein frischer Wind wehte, hat sich das Team an die nächste und vielleicht sogar die wichtigste Aufgabe gemacht. Eine Neuauflage des Marine Master, der Taucheruhr im Fortis-Portfolio. Keine Termine und den Horizont vor Augen, heißt das Motto. Ich kannte den Spruch bisher in einer leicht abgewandelten Form und habe sofort verstanden, worum es bei der Uhr ging. Auffällige Farben, Kautschukbänder, ein einzigartig designtes Gehäuse mit griffiger Lünette, ein strukturiertes Ziffernblatt und perfekte Ablesbarkeit machen den Marine Master zu einem zuverlässigen Begleiter bei Outdoor-Abenteuern jeglicher Art. Als ich den Marine Master das erste Mal in der Hand hatte, habe ich direkt gemerkt, die ist nicht wie andere Taucheruhren. Sowohl das Kautschukband als auch das Stahlband sind echt hochwertig und schön designt. Das Ziffernblatt ist aufgeräumt und trotzdem interessant gestaltet. Und sie fühlt sich so an, wie es sich für eine Schweizer Uhr gehört. In der 44 mm Variante, in der Farbe Amber Orange, spendiert Fortis dem Marine Master sogar ein Chronometer-Uhrwerk, das Werk 11 aus dem Hause Kinesi und eine neu entwickelte Lünettenarretierung. Insgesamt ein super Konzept. Somit war auch der zweite Streich in der jüngsten Geschichte von Fortis gelungen. Eine Uhr mit Konzept, mit Frische und auch wieder mit coolen Sprüchen. Klingt irgendwie nach der neuen Fortis.
Die bisher letzte Neuvorstellung der Ära Jupp Philipp nennt sich Stratoliner und schreibt die Geschichte der Raumfahrt mit Fortes Beteiligung fort. Bevor die Uhr aber vorgestellt wurde, hat Fortes sich mit der Swedish Space Corporation zusammengetan, um die Raumfahrtuhr der Zukunft zu designen. Also tauchten auf YouTube auf einmal Bilder auf, die Manufakturkaliber des Typs Werk 17 in der offenen Stratosphäre baumeln zeigten. Ziemlich cooler Move, wenn ihr mich fragt. Kurze Zeit später wurde auch klar, wofür dieses Chronographenkaliber mit Säulenrad genutzt werden sollte. Der ersten Uhr für Weltraumreisende. Egal ob Elon Musk, Jeff Bezos oder Richard Branson, die Milliardäre der Welt wollen es uns Normalsterblichen früher oder später ermöglichen, den blauen Planeten zu verlassen und durch den Weltraum zu jetten. Das Ziffernblatt erlaubt es dem Weltraumtouristen, die Reise mithilfe seines Chronographen perfekt zu timen und abzulesen. Und beim Einsatz auf der Erde sehen insbesondere das Gehäuse mit einer komplett eigenen Art von Hörnern und das spektakuläre Ziffernblatt echt schick aus. Bei solchen Uhren hat man Lust auf die Zukunft und Fortes ist damit der Hersteller, der diesen möglichen Zielkunden der Zukunft für sich beansprucht. Typisch Fortes, wie es scheint. Wie wird die Geschichte in den kommenden Jahren fortgeschrieben? Das kann wahrscheinlich nur einer richtig beantworten: der Macher hinter der Marke. Wenn ich schätzen müsste, dann würde ich sagen, mit durchdachten Uhren, mutigen Designs und coolen Sprüchen.